Ich grüße euch Kinder, Soez. Mein Name ist Kukuga Jin und ich erzähle euch von den Aztani, die auf freundliche Nachbarn getroffen sind, aber in ihrer Ausbreitung etwas gehemmt sind, da sich hier unten Bergbaudrohnen befinden und hier oben Kristallwesen und außerdem gibt es hier göttliche Wolken. Dafür wird gerade das Mirum-System im neunten Jahr, am Ende des neunten Jahres, nachdem wir FTL-Fähigkeiten erhalten haben, besiedelt. Man sieht hier das Kolonisierungsschiff, die Stolke Siumul, ist gerade Mirum 4 besiedelt. Auf Akmalakan inzwischen sehen wir, wie sich unsere Bevölkerung vermehrt. Da müsste auch noch etwas gebaut werden. Die Energievorräte sinken allerdings. Andererseits können wir natürlich mit diversen Wesen in die Diplomatie eintreten. Ein Bündnis ist mit der Quefus-Communality noch nicht möglich, aber vielleicht können wir ein kleines Handelsabkommen anbieten, wie zum Beispiel einen Nichtangriffspakt, dem die anderen noch etwas abgeneigt sind. Aber wir könnten ja vielleicht ein Forschungsabkommen nicht. Ich hätte gerne Sternkarten ausgetauscht. Ah, hier. Sternkarten. Da scheinen die anderen einverstanden zu sein. Und vielleicht... sie möchten uns keine Mineralien geben, aber vielleicht können wir noch ein wenig Energie herausschlagen. Oder wie wäre es denn mit einer Sensorverbindung? Nein, dafür sind sie noch nicht bereit. Aber wie kann ich? Aha, okay. So, vorsichtig rantasten an die Höchstgrenze. Handelsbereitschaft 90%. Das zeigt, wie sehr das andere Reich gewillt ist, mit uns ein Handelsabkommen einzugehen. Dies beeinflusst den relativen Wert all unserer Angebote. Ah, gut. Damit unser Handelsangebot akzeptieren, muss ihre Handelsakzeptanz mindestens 1 betragen. Was haben wir? 74 Energie, wenn wir die bekommen würden, würde das natürlich überhaupt nichts schaden. Und vielleicht hat das funktioniert. Ja, eins ist noch in Arbeit. Na, aber vielleicht können wir mit den Conistian Colonies ein ähnliches Handelsabkommen abschließen. Zum Beispiel... Ah, hier. Zum Bündnis einladen. Ah, da ist die Akzeptanz noch bei minus 1. Schade. Immerhin sind sie uns inzwischen freundlich gesonnen. Aber dann eben ein Handelsabkommen vielleicht. Dass wir Sternkarten austauschen. Ja. Aktive Sensorverbindung. Nope. Daran haben sie kein Interesse. Und vielleicht ein paar Mineralien? Nein. Keine Mineralien, aber vielleicht ein paar Energie-Credits. Ja, für 74 Energie-Credits, also ein wirklich ganz ähnlicher Handel. Das sollte unsere Kolonisierungskosten etwas ausgleichen, hoffe ich. So, unsere Kampfstärke, der Akmalakan-Stern, liegt bei... Das heißt, wir bräuchten irgendwie eine Größenordnung von 10 Schiffe, um dieses System hier zu säubern.
Das ist im Moment noch nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, da muss erst die Technologie etwas anbieten. Jetzt ist die haben das angenommen, oder? Wir würden euer angebotenes Handelsabkommen gerne annehmen. Okay. Sternkarten haben wir bekommen. Sehr schön. Und die anderen haben auch angenommen. So, und dann können wir jetzt hier... Genau, die Systeme hier gelten jetzt als erforscht. Das heißt, da können wir direkt reinschauen, was sich hier befindet. Zum Beispiel unsere Forschungsschiffe hier. In Vollingar, das haben die noch nicht erkundet. Aber wir kommen da auch nicht ran. Da müssten wir vielleicht einen zivilen Zugang aushandeln. Aha, hier oben scheint es nicht besonders viel zu geben. Das Kolonieschiff anwählen. Wenn wir das Kolonieschiff anwählen, die Siumul, dann können wir sogar sehen, wo sich die hier kolonisierbare Planeten befinden. Und wir sehen nirgendwo. Das heißt, wir haben wirklich Glück gehabt, dass sich hier die kolonisierbaren Planeten in unserem Einflussbereich befinden. Und wir sehen auch, unsere beiden Nachbarn haben eher in unsere Richtung alles erforscht. Und nicht so sehr in die andere Richtung. Ah, Sidir. Haben wir jetzt Sidir. Haben wir auch dadurch schon erforscht. Ah, das ist ziemlich uninteressant, das System. Gut, können wir vielleicht nach diesem... Nein, das hat daran gar nichts geändert. Gut. Dann geht's weiter. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir unsere Mineralien... Wo fliegt denn unser Konstruktionsschiff hin? Nach Elamir, eine Forschungsstation. Warum fliegt sie? Ah, okay, gut. Das sind weniger Sprünge. So, hier wird noch ein Kraftwerk. Nein, ein Mineralsilo. Oh, was macht das? Ships upgraded. Construction complete. Die Akmalakan-Flotte. Oh, hat ihre Kampfkraft gerade verdoppelt. 27, wir bräuchten trotzdem 10 Schiffe ungefähr. Mineralspeicherkapazität hört sich nicht so toll an. Aber vielleicht am Bergbauzentrum. Unterdrückt die Ressourcensammlung. Dann tauschen wir Wachstum gegen Mineralien an. Ich glaube nicht. So, Flotte verbessert. Sehr schön. Ah, da müssen wir also direkt hin. So, Flotten zusammenschließen. Wie lange dauert die Kolonisierung, frage ich mich gerade. Im Orbit von Myrum. Aber kolonisiert es auch? Nein, es macht nichts. Planet kolonisieren. So, jetzt. Oh, eine schwierige Wahl, wie sich herausstellt. Der Planet ist tatsächlich ziemlich ungeeignet für eine Kolonisierung. Hier haben wir zwei Nachbarfelder. Hier hatten wir immerhin drei Nachbarfelder. Zwei davon bekommen Boni.
Ja, ich denke, das hier ist das geeignetste System. Und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Wir wissen es nicht. Gut. War abgeschlossen. Raumhafen. Können wir diesen Raumhafen ausbauen? Wir können Korvetten bauen. Stufe 2 Verbesserung. Verbessern Sie den Raumhafen, um mehr Platz für weitere Module zu schaffen. Ah, das ist genau das, was hier jetzt notwendig ist, denke ich. So, die Schiffe haben sich zum Akmalakan-Schwarm zusammengefunden. Congratulations on having colonized the new world. Our colonists are now in the process of building their first settlement, but it will take time for them to become self-sufficient. Und damit haben die Astani ihre erste Kolonie errichtet. Unser Kolonieschiff hat in den gesamten planetumspannenden Ozean von Davi Jalin direkt vor der Küste eines großen Archipels eine sanfte Wasserlandung hingelegt. Diese fruchtbare Inselkette wird für uns ein hervorragender Startpunkt sein. Das Schiff wurde permanent verankert, um seinen Umbau zum Verwaltungshauptquartier der neuen Siedlung vorzubereiten. Wir sind gerade dabei, seinen Reaktorkern zu entfernen, der die Kolonie vorübergehend mit Energie versorgen soll. Immer mehr Kolonisten verlassen das Schiff in großen Zahlen, weshalb nun auf den Inseln um den riesigen Rumpf des ehemaligen Raumschiffs hunderte kleiner Zelte und Fertighäuser wie Pilze aus dem Boden schießen. Die erste Astani-Stadt auf einer fremden Welt. Ein großer Tag für das Astani Council. Und das gibt uns jede Menge Ingenieursforschungspunkte. Das finde ich sehr gut. Und der Planet wird kolonisiert und das dauert ein Jahr. Und kostet uns monatlich 8 Energie. Flotte verbesserte Akmalakan-Schwarm. Ja, das wissen wir. Unser Konstruktionsschiff. Was macht das? Ach, das ist ja einfach. Und, es ist im Orbit. Diesem Konstruktionsschiff können wir also eine Aufgabe zuweisen. Wie zum Beispiel in Myrum. Eine Bergbaustation zu bauen. Wahl. Bei uns läuft derzeit die öffentliche Wahl des neuen Premierministers. Dann Futsch, wenn Unika Uni. Oh, das wird eine sehr knappe Wahl. Ja, und die Agenda haben wir leider nicht erfüllen können. Dazu fehlen uns noch 2 Forschungsstationen. An einer bauen wir gerade. Schade. Myrum gehört schon zu unserem Einflussgebiet. Und das System lohnt sich zumindest aus Energiesicht.
Mal sehen, ob wir unseren Einfluss auf Sogoth ausweiten können. Oder ob wir vielleicht inzwischen ein Bündnis, Akzeptanz 0, ein bisschen fehlt noch. Oh, was jetzt? Fan Uni wurde zum Premierminister vom der Asani Council gewählt. Im Situationsprotokoll finden Sie Details über Ihr Mandat. Mandat unerfüllt, das Nichterfüllen der Wahlversprechen hat der Herrschaft vom Premierminister Fan Uni ein Ende bereitet. Und dann schauen wir doch einfach mal. Das Bergbaumandat, Bergbaustation errichten. Dabei sind wir ja gerade. Das sollten wir erfüllen können. Und das gigantische Skelett, da warten wir noch, bis die Forschung fertig ist. Denn das gibt uns Fusionsenergie für unsere Schiffe. Das geothermische Fracking ist auch bald fertig. Das wird uns auch ein ganzes Stück voranbringen, hoffe ich. Haben wir sonst noch? Plus 10 Energie pro Monat, plus 30 Mineralien pro Monat. Fast. Fast. Gut, das sollte also erfüllbar sein. Weil das Konstruktionsschiff in Elamir ist fertig. Was können wir in Elamir noch bauen? Eine Bergbaustation zum Beispiel. Wir brauchen mehr Mineralien, eindeutig. Energie ist im Moment nicht das Problem für das Astani Council. In Vitrius könnten wir einen Außenposten errichten, wenn wir das denn wollten. Research complete. Ah, richtig. Fanuni ist ein Industrialist. Mehr Mineralien und Befreier des Volks für mehr Zufriedenheit. The Demographics tab tracks the makeup and spread of our empire's populace. Gut, eigentlich wollte ich gerne sehen. Strategische Ressourcen. Wo man neue Anführer rekrutieren kann. Hier nicht. Hier, beim Reich. Anführer. Wir brauchen einen neuen Gouverneur, denke ich, für Atmalakan. Intellektueller. Treibt die Forschung voran. Robust. Lebt länger. Eine eiserne Faust, nicht so gut. Gut, mehr Forschung. Hört sich nicht so schlecht an. Planet Akmalakan bekommt einen neuen Gouverneur. Die Population wächst weiter, was sehr gut ist. Die Mineralien können wir dann demnächst aufrüsten. 300 Mineralien. Mal sehen, wann wir die zusammen haben. Auf David Jalin könnten wir auch einen Gouverneur bestimmen. Sehen, ob sich da ein guter rekrutieren lässt. Robust. Umwelttechniker.
Baukostenblocker. Minus 25. Und Baugeschwindigkeit. Gahuni können wir dort einsetzen. Das ist nicht der gleiche Gahuni. Schade. Oder einen sehr jungen Gouverneur. Nuvol. Setzen wir dort einfach ein. Ah, wir können noch nicht. Gut. Inzwischen schauen wir noch mal zu unseren Freunden in der Nachbarschaft. Sie wollen immer noch kein Bündnis, aber ihre Meinung ist von uns ist sehr gut inzwischen. Technologie erforscht, das geothermische Fracking. Neue Fracking-Methoden werden uns ermöglichen, früher unerreichbare geothermische Ressourcen tief unterhalb der Kruste des Planeten zu erschließen. Eine neue Forschung muss her. Atomraketen. Weiß nicht, Roboterarbeiter, Nanomechanik, das Ingenieurlabor oder eine Mineralverarbeitung, neues Gebäude, Mineralsilo 2, Mineralveredelungsanlage. Planetar einzigartig, produziert 2 Kristall, Feldproduktion Mineralien plus 10%. Ich weiß nicht, ob sich das so richtig lohnt. Nanomechanik. Fortschrittliche Instrumente ermöglicht das Studium und die praktische Anwendung physikalischer Systeme auf nanometrischen Maßstab. Prozent Genauigkeit tatsächlich, die Atomraketen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was wir möchten. Kostet jede Menge Einfluss. Ja, ich denke, die Nanomechanik ist in dem Fall interessanter für uns. Das ist Physik, da warten wir noch kurz. So, wir schauen mal. Der Flottenbefehl erfüllt. Eine Bergbaustation wurde abgeschlossen. Kann die Nahwahl natürlich gleich weitermachen in Miro. Indem sie uns eine Bergbaustation baut. In Elamir ist unser Konstruktionsschiff auch demnächst fertig. Die Forschung hier ist in 2 Monaten abgeschlossen. Sehr gut. Die galaktischen Ambitionen dauern ewig zu erforschen im Moment. Und wir hängen in der physikalischen Forschung aber sehr hinterher. Sehr hinterher. Also wenn wir da noch eine Forschungsstation bauen könnten, ja, zum Beispiel in Nashira, wäre das, oder ein Terraset. Wo bauen wir lieber? Ah, die Drohnen. Sollten wir bei Gelegenheit vernichten. So, dieses Schiff fliegt nach Terraset und Akmalakan Schwarm. Wird sich jetzt mit seiner neuen Ausrüstung dieser Schiffe annehmen. Research complete. Thank you.
Fusionsenergie. Die atomare Fusion erzeugt ein höheres Maß an Energie, aber ohne viele der Risiken, die mit der Kernspaltung in Verbindung gebracht werden. Sehr gut. Gravitationssensoren. Erlauben uns eine Erkundungsgeschwindigkeit, eine höhere. Die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit ist vielleicht im Moment sinnvoller für uns oder auch das Physiklabor. Alles sehr, sehr gute Sachen. Durch die Übergabe der Kontrolle über das Kolonieschiff an eine künstliche Intelligenz können die Besatzung und die Kolonisten in den Tiefschlaf versetzt werden. Das hört sich interessant an, wenn wir jetzt sowieso kolonisieren. Aber vorher werden wir das gigantische Skelett erforschen. Das wir auf einem dieser Planeten gefunden haben und das Bergbaumandat ist schon zur Hälfte erfüllt. Sehr schön. So, dann schauen wir. Unsere Schiffe sind in das Arich-System eingeflogen. Kann. Nähern sich der Feindflotte also. Wir werden in Kürze das Feuer eröffnen. Müssten jeden Moment in Waffenreichweite kommen. Hostile Fleet engaged. So, unsere Streitmacht überlegen. Da sehen wir die Schilde arbeiten. Oder die Deflektoren gegen die feindlichen Laser. Was unseren Schiffen einen erheblichen Vorteil bringt. Wir haben eine Kolonie gebaut. Dann schauen wir gleich. Situation Log updated. Ohne eigene Verluste. Sehr gut. Die Flotte soll zur Reparatur. Achso, eigentlich soll die Flotte nach Akmabuko, ganz genau. Gut, das ist der Sprungpunkt. Die Nimba-Wahl. Soll dieses Projekt erforschen. Was ist das für ein Projekt? Ach, die Trümmer in Arich erfordert ein Forschungsschiff. Timeout für die Ingenieurforschung. Das wird da gerade gebaut. Das Ingenieurlabor. Gut. Das darf ruhig auf dem Timeout. Flottenkampfstatistik. Da können wir schauen. Rumpfschaden 614. Der Gegner 198. Die Schilde haben da jede Menge abgefangen. Gutes Trefferverhältnis auch. Flottenbefehl erfüllt im Mirum-System. Unser Konstruktionsschiff. Kann direkt hier weitermachen mit einer Bergbaustation. Außerdem brauchen wir einen Gouverneur, nämlich Nuvol. Und auf der Oberfläche
werden wir hier eine hydroponische Farm bei Gelegenheit bauen. Gut, das funktioniert also alles. Vitrius. Jetzt leider schon im Einflussgebiet der Konizan Colonies. Die bereiten sich hier aus. Weil sie einen weiteren Planeten besiedelt haben für Matrios. Und so langsam brauchen wir wirklich ein Bündnis mit ihnen. Oder zumindest einen Zivilzugang. An dem sie nicht interessiert sind. Das ist schade. Wir bauen eine einfache Hydrokulturfarm hierhin. Special Project complete. Aha. Unsere fortwährenden Studien der gewaltigen skelettierten Überreste auf Haneri 2a haben nun einige Rückschlüsse darauf ergeben, wie die Kreatur auf dem Mond geendet ist. Äußerst schwache Restenergiemessungen weisen darauf hin, dass in Richtung der Rückseite des Skeletts kurzzeitig eine Art von Dimensionsportal bestanden hat. Wissenschaftler Goll hat die Theorie aufgestellt, dass die Kreatur dieses Portal aus einer anderen Dimension durchquerte, nur um in der feindlichen Umgebung von Haneri 2a ein schnelles Ende zu finden. Warum sie das tat und woher sie kam, sind Fragen, auf die man wohl nie eine Antwort finden wird. Erstaunlich! Herr Gnoll erlangt 200 Erfahrung und unsere Physikforschung hat 77 Punkte erhalten. Ja, unser Konstruktionsschiff ist schon wieder fertig. Negative Energiebilanz, warum? Gebäudeunterhalt, Stationsunterhalt. Aber irgendwas muss gerade passiert sein. Was uns Unmengen von Energie kostet. Das ist merkwürdig gerade. Bergbaustation, Forschungsstation, Beobachtungsposten, Außenposten. Die Hydrokulturfarm. Der Schiffsunterhalt auch. Wir müssen also dringend mehr Energie produzieren. Nur wie? In Haneri. Produzieren wir einfach etwas Energie. Oh, ein sehr umständlicher Weg. Haben wir wenigstens das Mandat erfüllt? Noch nicht ganz. Passt. Reparaturen abgeschlossen. Sehr gut. Dagmar Lakan-Schwarm. Also wieder repariert. Und es beunruhigt mich tatsächlich, dass wir im Moment keinerlei Energie produzieren.
beziehungsweise keinen Energieüberschuss. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber ich denke, ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Akzeptanz immer noch bei 0. Die Meinung, wie sieht es denn aus mit der Botschaft? Ah, die Botschaft hat das Maximum erreicht. Und im nächsten Jahr können wir dann hoffentlich eine Allianz bilden. Auch hier ist die Akzeptanz bei 0. Die Botschaft hat noch nicht das Maximum erreicht. Das heißt, da bekommen wir wahrscheinlich etwas früher ein Bündnis. Werden allerdings blockiert. Ich frage mich gerade, was das... In 7 Tagen... was das Weltraumwolkenprojekt gebracht hat. Die 7 Tage warten wir gerade noch ab. Debris analyzed. Sehr schön. Physikforschung plus 15 Punkte. Das heißt, unsere Physikforschung, obwohl sie im Moment ausgesetzt ist, oder? Nee. Unsere Nanomechanik war ausgesetzt. Ich glaube, im Moment ist nichts ausgesetzt mehr. Er kommt ganz gut voran. Das Bergbaumandat ist fast erfüllt. Können wir diese Schiffe, solange wir sie nicht brauchen, irgendwie zum Andocken bringen? Ah, hier können wir. Nehmen wir auch. Die Flotten werden angedockt. Das senkt den Unterhalt. Und da sie im Moment sowieso keinen Auftrag haben, ist das, glaube ich, die richtige Maßnahme. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch, dass die Strömungen des Alls euch gewogen sein mögen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut und bis dann.